ja die Jahrhundertjahrgänge schlechthin, als Jahrhundertjahrgänge schlechthin muss man 47, 45 und 49, das sind wirklich echte Blockbuster, das sind echte Jahrhundertweine. Hier hat alles gepasst, hier war die waren die Mengen teilweise recht vernünftig. Hier gab es eine ungeheure Reife, eine spektakulär konzentrierte Weine, die bei den großen Chateaus heute noch große Freude machen. Nicht umsonst sind wohl die begehrtesten Weine wie 47 Cheval Blanc oder 45 Mouton oder 49 Lafleur heute noch begehrteste Sammler und aber auch Trinkobjekte, die leider mittlerweile aufgrund der logischen Knappheit kaum mehr erschwinglich sind. Soll ich mir jetzt mal eine Lederjacke anziehen? Ja, was anderes. Ja, bitte. Die Weinmärkte haben sich ähnlich in dieser jetzigen Krise entwickelt wie viele andere Märkte auch. Wir haben bei gewissen Chateaus, insbesondere bei denen, die doch eine etwas höhere Produktion haben, deutliche Preisrückgänge zu verzeichnen. Wenn man an eine globale Erholung glaubt, dann ist der Zeitpunkt zu kaufen jetzt kein schlechter, weil wir haben deutlich niedrigere Preise als letztes Jahr um diese Zeit. Aber zum Weininvestment ist Folgendes anzumerken. Erstens, es eignen sich nur ganz, ganz wenige Weine als Investment. Zweitens, auch diese Weine, die für ein Investment in Frage kommen, eignen sich als Investment nur in außerordentlich guten Jahrgängen. Also niemals in schwächere oder mittlere Jahrgänge investieren. Es müssen Weine sein, die auch die nächste Generation erleben. Ein weiterer Punkt ist, immer nur in Originalgebinden investieren und auf eine perfekte Lagerung achten. Weil Einzelflaschen oder auch Flaschen mit feuchtem Etikett verlieren deutlich bis zu 30-40% ihres Wertes.